herzlich willkommen bei Meerwasser Live TV. Und da steht der Björn, ich bin der Christian und heute geht's um Eissalz der Woche bei Meerwasser Live TV. Wer bist du hier? Ja, ja, auf jeden Fall. Wo bist du auf der Evolutionsskala? Ich bin da. Sag stopp. Nee, da ist kein Kanister dabei, das ist gar nicht gut. Okay. Ja, wie gesagt, Salz der Woche. Heute geht's wieder um das leidige Thema. Du kommst von der Arbeit und wirst erstmal angekäst. Da steht ein Kanister in der Wohnung. Kannst du bitte in den Keller tun? Ja, da wird die Stimme irgendwann wieder freundlicher. Ja. Das ist ein klassisches Reef-Junkie-Problem. Ja, und wenn der Kanister halt voll ist, will ich in der Wohnung haben und nicht im Keller. Deswegen habe ich ihn hochgeschaut. Ich verstehe es gar nicht. So ein Kanister ist doch total schön im Wohnzimmer. Ja, super stylisch. Ne? Also wir haben euch ja auch schon in einem anderen Video gezeigt, was ihr auch anstatt von so einem Kanister nehmen könnt. Das war ja dieses Kunststofffass. Ja. In Holzoptik, auch geil. Das verlinken wir das Nochmal. Video. Ne? Auf jeden Fall. Und ja, bei uns war es so, ja, das Ding hat halt irgendwo in der Ecke gestanden. Ja. Irgendwann kam die Frau vom Shoppen heim, oh, guck mal, ich habe was fürs Wohnzimmer gekauft, eine coole Filztasche für die Zeitschriften. Mhm. Und ich so, toll. Ja, auf cool, jeden Fall. Eine Filztasche. Ja. Und dann ging mir irgendwann so ein Licht auf, wie ich sie dann gesehen habe, mich so, mega, die passt genau unter so ein Kanister. Gut, die Zeitschriften liegen seitdem in einem anderen Behälter. Wurde natürlich ein Ersatz gekauft, klar. Aber das Ding ist jetzt hier immer genau drüber gestülpt. Passt perfekt, ne? Okay. Wie Arsch auf einmal. Und ja. Sieht halt da schon ein bisschen schicker aus. Auf Aber das darf man natürlich nicht verwechseln. Du hast eben das Holzfass angesprochen, das Kunststoffholzfass. Ja. Das ist natürlich eigentlich eher zum Nachfüllen. Also da kann ich in die Nachfüllanlage die Pumpe reinhängen. Kann ich ja einen Kanister auch machen, wird dann aber ein bisschen umständlich mit dem Überstülpen. Da hast du halt hier einen Schlauch noch genau, dranhängen. Ja. Also sag mal, idealerweise, du nutzt es zu Hause jetzt für deinen Nachfüllkanister, für den Nachfüllkanister sozusagen. Oder wenn ich am nächsten Tag einen Wasserwechsel machen will und ich genau. quasi dann anfange, Kanister in der Wohnung zu sammeln. Ja. Die kleinen Becken tue ich mit Hand füllen, dann genau. brauche ich einen Kanister. Ja. Ja, so Sachen, ne? Nee, ich hab's ja auch, also ich habe ja bei mir diesen Kunststoff, das Kunststofffass im Einsatz. Und da ist ja im Prinzip die 50, 60 Liter drin, die immer nachgefüllt werden von der Pumpe automatisch. Ja. Aber diesen Kanister muss ja auch immer nachfüllen. So sieht's aus. Deswegen hat man dann doch so einen Kanister nebendran stehen, um den eigentlichen Kanister dann nachzufüllen. Ja. Und ja, sieht nicht so schön aus. Das ist echt genau. eine tolle Und für Lösung. Die Zeitspanne, wo das Ding quasi in der Wohnung steht, bevor es wieder in den Keller verschwindet, da kann man halt dann den Filzverhüterli drüber schieben. Genau. Ne? Und dann macht es auch kein Problem mehr. Ja, kann man natürlich auch was anderes machen. Man kann sich was häkeln oder. Ja, man darf die Maschen nur nicht zu weit machen, sonst sieht man die Kanister wieder. Ja. Aber dann ist man schneller fertig. Mit dem Häkeln. Ja, ich bin gerade überlegen, vielleicht kann man da auch irgendwas Cooles mit Beleuchtung machen. Wenn man so eine Lampe drunter legt, so eine LED. Noch ein bisschen stylisch. Ja. Also da kann man schon kreativ also, werden. Ihr seht, wir sind schon wieder am Weiterentwickeln von dieser Idee. Wir hoffen, das Salz der Woche hat euch gefallen. Ihr könnt es probieren. Oder wenn ihr andere coole Ideen habt, schreibt sie bitte in die Kommentare. Ja. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war unser kleiner Tipp im kleinen Video. Macht's gut. Ciao.